Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir wieder über Silvius Woche, also alle News und Neuigkeiten aus der Foto-Filmbranche und natürlich auch zum Hashtag Silvius Woche. Das gibt es heute auch wieder, das Feature sozusagen aus Instagram, aber dazu später mehr. Fangen wir an mit Canon. Ihr wisst ja nun alle, dass die Canon EOS R6 Mark II vorgestellt worden ist, eine 24-Megapixel Vollformatkamera, die im Grunde die Nachfolgerin der R6 ursprünglich ist, die ja nun 21 Megapixel hatte. Was im Grunde gut genug ist. Und ich bin der Meinung, dass diese Anzahl der Auflösungen auch durchaus ausreicht, wenn du jetzt Hochzeitsfotograf bist oder wenn du jetzt eher Porträts machst und nicht unbedingt immer die High-Res-Shots brauchst, die du trotzdem machen kannst und erzeugen kannst. Aber ich denke, dass zumindest der Nachfolger auch mit den 24 Megapixeln dafür sorgt, dass es immer noch ein gutes Verhältnis hat zwischen Auflösung und Rauschverhalten. Ich wollte gerne ein Review dazu machen, ähm, kennen konnte mir aber leider noch keine Kamera zur Verfügung stellen. Wir stehen aber in Kontakt und es wird dann in absehbarer Zeit hoffentlich, drückt mir die Daumen, ein Review hier geben können. Und ja, wir werden ein bisschen abwarten müssen. Das gleiche gilt auch für die Fuji XT5. Auch die wurde vorgestellt, die Nachfolgerin der XT4. Ihr wisst, ich mag Fuji sehr gerne. Ich habe selbst auch eine Fuji und zwar die XT2. Einfach aus dem Grund, das ist für mich meine private Hobbykamera und ich mag sie vom Look sehr, So von, vom Feeling meine Lieblingskamera, wenn es jetzt nicht darauf ankommt, den besten Shot zu machen, sondern eher so ein bisschen rauszugehen und das Fotografieren zu genießen und sich auch Zeit zu nehmen, was die Einstellungen angeht. Die XT5 hat im Videobereich vor allen Dingen, für die es interessiert, nochmal deutlich nachgelegt. Sie kann jetzt ein 6,2K-Bild mit Crop produzieren und äh, das ist schon sehr, sehr gut. Nur die XH2 die kann noch 8K ohne Crop produzieren, also wer jetzt 8K braucht. Ich habe mit meiner Canon EOS R5 auch 8K äh, Videofunktionalität drin. Brauche ich persönlich gar nicht. Ich kenne noch niemanden, der das jetzt unbedingt braucht, aber wer das für seinen Workflow benötigt oder für Kundenaufträge, für den kann das sicher ein Thema sein. Und wer mehr aufs Filmen aus ist, wird sich sowieso eher die XH2 anschauen, weil die noch ein bisschen mehr darauf ausgelegt ist und auch vom Handling her sehr an die XH1 angelehnt, angelehnt ist, gerade was das Schulterdisplay angeht, wo du eben alle Informationen gleich von drauf stehen hast und nicht extra ins Menü gucken musst. Ähm, preislich sind die beiden auch sehr ähnlich, sie sind knapp 250 Euro Unterschied, also ich finde, da ist durchaus nicht so viel. Dazwischen finde ich ein bisschen schwierig. Es wäre für mich jetzt total schwer zu entscheiden, welche Fuji XT oder XH-Kamera ich zu mich kaufen würde, wenn ich jetzt aus dem Hause käme oder dort neu einsteigen möchte und etwas Aktuelles möchte. Sehr schwierig. Ich wüsste nicht, was ich dazu sagen würde. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch entscheiden würdet oder vielleicht schon habt. Vielleicht habt ihr die XT5 für euch schon vorgeordnet oder die XH2. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare unter diesem Video. Kommen wir zum Thema Drohnen. DJI hat mit der Mavic 3 Classic eine neue Drohne herausgebracht, die der Mavic 3 Pro und der Cine sehr stark angelehnt sein soll. Das heißt, alle, die bislang gewartet haben, weil sie die Mavic 2 Pro wie ich, nutzen können weiterhin und auch recht zufrieden sind und kein Upgrade brauchten. Für die hat es sich gelohnt, denke ich, auf die 3er Classic jetzt zu warten, denn die hat die gleichen Features wie die anderen beiden neuen Drohnen, nur eben ohne Zoomlinse. Und ich finde, ich persönlich brauche sie jetzt eh nicht. Das ist echt ein Kriterium, um sich hier vielleicht für die günstigere Alternative zu entscheiden, denn sie ist deutlich günstiger als die Mavic 3 Pro. Man hat aber die gleiche Flugzeit von 46 Minuten, hat die gleiche Hauptkamera und hat die gleichen Flugeigenschaften und der Akku ist gleich groß. Also das ist echt sehr cool für DJI, dass sie die drei Klassik rausgebracht haben für alle, wie gesagt, die bislang gewartet haben oder warten mussten. Ähm, ich selbst werde sie mir auf jeden Fall näher ansehen und dann überlegen, ob das wirklich für mich was ist als Upgrade, äh, weil sie ja nun wirklich sehr, sehr gut ist, die Mavic 3. Und vor allen Dingen auch die Sine, aber gut, die brauche ich jetzt nicht zwingend. Also mich würde hier interessieren, ob ihr euch die DJI 3 Classic vielleicht schon angesehen habt im Netz, ob das für euch ein Thema ist, schreibt mir das gerne auch hier in die Kommentare. Ähm, kommen wir zum Thema Canon. Canon stößt dann nun bekanntlich seit geraumer Zeit in neue Preissphären vor. Was Kameras und Objektive angeht. Und auch jetzt hat Canon wieder einmal einen Vorstoß gewagt in Preissphären, die ja nun wirklich deutlich jenseits von gut und böse sind, für meine Begriffe zumindest. Das RF 800mm und das RF 1200mm in der Blende 8, das zweite, wie gesagt, ist natürlich ein sehr spezielles Objektiv. Aber auch das 800er mit Blende 5.6 auch sehr, sehr exotisch, sehr speziell und wird natürlich vor allen Dingen für. Wildlife-Fotografinnen und Fotografen eingesetzt werden. Im Preis natürlich auch. Sehr speziell. Ähm, das 800er soll 19.949 Euro kosten und das 1200mm Objektiv auch schlappe 23.449 Euro. Ähm, also alle, die dahingehend etwas benötigen, die dürften jetzt schon anfangen zu sparen oder sich überlegen, ob sie statt dem neuen Auto lieber das Objektiv kaufen. Für mich wäre es gar nichts. Aber ich bin selbst auch kein Wildlife-Fotograf. Ich bin mit meinem 200-600mm-Objektiv sehr zufrieden und natürlich ist es ein Unterschied, mit so einem Objektiv zu arbeiten. Keine Frage. Also die Verarbeitung wird tip-top sein. Die Abbildungsleistung wird tip-top sein. Das ganze Handling damit wird sehr, sehr gut sein. Du hast ja nun auch hier einen eingebauten Konverter. Das heißt, man braucht nichts zusätzlich kaufen oder dort hinten dran bauen. Das ist schon wirklich gut. Aber vom Preis. Recht ordentlich, denn man darf nicht vergessen, dass es bereits Vorgängerobjektive gibt in dieser ähnlichen Richtung und die deutlich günstiger sind. Also, das darf man nicht vergessen, gerade auch im Gebrauchtmarkt, wo es jetzt noch die, die alten DSLR-Linsen immer noch von Canon gibt, da könnte jetzt der ein oder andere doch ein Schnäppchen schlagen, übers Ebay beispielsweise, weil eben die neue Linse vielleicht den ein oder anderen dazu bewegt, die zu kaufen und er stößt das alte Glas ab, was ja immer noch gut ist. Ähm, also, hier vielleicht auch noch der Tipp an all diejenigen, die vielleicht doch überlegen sollten, trotz des Preises. Es gibt ja nun noch das äh, 600mm Blende 4 Objektiv, was auch noch immer noch gut ist, aber im Preis inzwischen doch Attraktiver ist in Anführungszeichen. Ähm, kommen wir zu Nikon. Ähm, Nikon hat jetzt einen neuen Grip für Kameras herausgebracht und zwar einen Fernsteuerungshandgriff, den du an die Kamera heranbauen kannst. Ähm, der Fernsteuerungsgriff heißt Remote Grip MCN10. Und hat sozusagen alles das, was du von der Kamera an Bedienelementen brauchst, also dein Einstellrad, dein Joystick, deine Tasten für Display, Menü und so weiter und so fort, alles drauf. Und soll sozusagen eine Erweiterung sein für alle, die an ihrer Kamera zum Filmen vor allen Dingen diesen Griff benötigen. Der Griff soll 499 Euro kosten und zwar ab Dezember 2022 erhältlich sein. Er wurde bereits jetzt schon geleakt, das heißt, du kannst ihn mit Sicherheit irgendwann demnächst ordern. Und er soll 310 Gramm wiegen und die Akkulaufzeit soll dann doch beträchtliche 12 Stunden ungefähr bringen. Das ist echt ordentlich. Also dafür, dass du mit einem Akku dann wahrscheinlich den ganzen Tag durcharbeiten kannst, finde ich durchaus in Ordnung. Also, alle, die sowas benötigen, die beispielsweise äh, das 600 mm Blende 4 Objektiv haben und dazu den Fernsteuerungshandgriff benötigen, ja, voilà. Nikon hat es rausgebracht. Ich wüsste jetzt selbst kein Anwendungsgebiet, wo ich es selbst bräuchte, aber Filmschaffende, die sowas Spezielles machen, die werden mit Sicherheit wissen, wofür sie so etwas benötigen. Dann geht's weiter mit dem Hause Nikon. Und zwar hat Nikon, ihr kennt das mit Sicherheit, die Retro-Kamera ZFC, die es bereits in Silber gab, ähm, schon seit längerer Zeit auf den Markt gebracht. Jetzt gibt es das Ganze in komplett schwarz oder auch. In verschiedenen anderen Farben. Ich zähle gerade eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Farben und du kannst dir deine Farbe selbst zusammenstellen. Also du kannst dir deine neue alte ZFC bereits jetzt vorbestellen. Sie gibt es nur exklusiv im Nikon Store und sie soll, ich habe es mir hier aufgeschrieben, 849 Euro kosten. Es ist eine APS-C-Kamera, das darf man nicht vergessen, das ist kein Vollformat. Aber vom Handling und vom Look sehr eigen, aber auch sehr cool. Also sie erinnert natürlich sehr an die alten analogen Kameras aus dem Hause Nikon. Ähm, alle die aus dem fuji Hause kommen kennen das ja so ein bisschen für alles mögliche ein Einstellrad zu haben und Blende, Verschlusszeit alles ein bisschen extra zu haben und das macht man in der Regel auch wenn man nicht in der Hektik, sondern eher mit Ruhe fotografieren geht. Also alle, die sich ernsthaft umgeguckt haben, bereits aus dem Hause Nikon etwas zu bekommen und neu digital möchten, die sollten sich unbedingt die ZFC im Nikon Store mal anschauen, wie gesagt, man kann sehr coole Farben kombinieren. Komplett schwarz, schwarz finde ich sehr interessant, aber auch das schwarz mit äh, diesem grünen Bodyring herum. Finde ich auch sehr cool. Sieht ein bisschen aus wie die Leica, die es ja auch gibt, mit diesem dunklen Moosgrün. Ähm, also schaut mal rein bei Nikon. Vielleicht ist da für euch eine Farbe dabei, die euch interessiert. Sigma hat jetzt angekündigt, für Fuji ein neues Objektiv herauszubringen. Da gab es ja dieses Jahr schon ganz viel Bewegung auf dem Markt für die Fuji-Objektive und das Fuji-System generell von Sigma und jetzt soll ein 18 bis 50 mm blende 2.8-Objektiv kommen, also ein gutes allrounder Standardzoom, was auch sehr lichtstark ist, mit Sicherheit trotzdem leicht, klein, kompakt und auch Kostengünstig gegenüber den Fuji Originalobjektiven. Ähm, es ist ein bisschen ähnlich wie das bereits von Tamron Mitte 2022 veröffentlichte Glas, das 1770, was es mit 2,8er Blende gibt. Aber für alle, die sagen, ich brauche nicht so viel und ein bisschen kleiner, leichter, kompakter, für die sollte dann vielleicht das Sigma-Objektiv auch etwas sein. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Sigma auch ein Ticken schärfere Gläser baut. Also die sind für meine Begriffe in der Abbildungsleistung einen Ticken besser. Aber ich habe das Glas noch nicht in der Hand gehabt, das gibt es ja noch nicht auf dem Markt. Also für alle, die dahingehend ein gutes Standardzoom-Objektiv brauchen, weil lichtstark ist, die sollten auf jeden Fall die Augen offen halten. Für das Fuji-System wird das dann in absehbarer Zeit kommen. Und kommen wir zum Abschluss noch zum Feature und zwar zum Instagram-Feature: Hashtag SilviusWoche. Das heißt, wenn du gern hier gesehen und gezeigt werden möchtest, dann musst du nichts weiter tun als deinen Instagram-Beitrag mit diesem Hashtag versehen und mit etwas Glück landest du hier in meinem Video und wirst hiermit vorgestellt. Ich möchte heute beginnen mit Christoph.zeug. Er hat ein sehr schönes Foto von, von der Seiser Alm gepostet und ich mag den Look total. Also, wie der Nebel hier unten mit reinzieht, wie der Nebel noch nach der Hütte, aber auch noch zwischen Hütte und Berg reinzieht, die Sonne von der Seite kommt, noch im Morgenglow. Ich vermute gleich zum, genau, zum Sonnenaufgang fotografiert. Sieht wunderbar aus. Also die Seiser Alm ist ja generell eine sehr, sehr schöne Ecke und vor allen Dingen mit den Bergen, mit den Dolomiten im Hintergrund. Ich war selbst noch nicht dort. Aber ich finde, Christoph ist da ein echt wunderschöner Shot gelungen. Ich mag es sehr. Ich mag vor allen Dingen auch seinen Zuschnitt, sodass du nicht zu viel und nicht zu wenig auf dem Bild hast. Also auch sehr gut formatfüllend gedacht und bearbeitet. Sehr, sehr cool. Also, wenn ihr Christoph unterstützen wollt, schaut gerne auf seine Seite und folgt ihm. Kommen wir als nächstes zu SB. .photobook. Er hat an der Talsperre Ratscher, keine Ahnung, wo die ist, ein sehr schönes Motiv entdeckt, und zwar die in verschiedenen Farben hingelegten Boote noch vor dem See. Der See hat nun generell eine sehr düstere Stimmung im Hintergrund, und ich vermute, es regnet auch, so wie das aussieht. Ja, ich glaube schon. Aber die. Boote im Vordergrund bilden einen sehr schönen Kontrast und zeigen auch ein bisschen mehr Freundlichkeit im Bild. Ich mag das sehr, ich mag den Zuschnitt sehr. Es erinnert mich ein bisschen entfernt auch an den Hintersee in Berchtesgaden, aber es muss halt nicht immer Bayern sein. Das kann auch hier an dieser Talsperre Ratscher sein, wo auch immer sie ist. Also, sb.fotobook, vielen Dank, dass du dein Bild damit getaggt hast. Kommen wir weiter zu JD Photography 10. Hier wurde in der fränkischen Schweiz auch ein sehr cooles Foto aufgenommen. Das hat so ein bisschen sächsische Schweiz-Look. Und das wissen viele gar nicht. Die fränkische Schweiz ist noch, für meine Begriffe, auch ziemlich unterbewertet, was die Spots angeht. Also dort hat man durchaus noch viele Ecken, die noch keiner groß kennt, die noch nicht zu so sehr inflationär benutzt worden sind für die sozialen Medien, aber auch für einen selber äh, mag ich sehr war selbst noch nicht so oft, müsste ich mir ein bisschen mehr auf die Agenda schreiben, dort mal vorbeizuschauen, aber hier sehen wir auch ein wunderschönes Bild, was wie gesagt auch sächsische Schweiz typisch mit dem Sandstein hier fotografiert worden ist und auch wunderschön mit der Person im Morgengrauen, im Sunrise genau, im Sonnenaufgang, also auch wunderschön aufgenommen und perfekt festgehalten natürlich, bevor die Sonne noch richtig zwischen den Wolken durchkommt, noch das Foto gemacht. Also ein sehr schönes Foto, vielen Dank, dass du dein Bild auch mit meinem Hashtag verwendet hast. Ja, dann kommen wir noch zu einem weiteren Bild, und zwar zu einem Drohnenbild in Oberhof, genau. Harsha Karawati, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat einen Drohnen-Shot, einen Top-Down sozusagen von dem auch ganz Bekannten, ich denke, es kennen inzwischen auch viele von euch, den See, der in Oberhof ist, fotografiert von oben, wunderschön in den Wald hinein, auch so ein bisschen mit Herbststimmung noch, es ist alles schön bunt, aber trotzdem auch ein bisschen grün, das Wasser sieht sehr toll aus. Der Teich, es ist ja kein See, es ist eher ein Teich. Ich weiß, dass er selbst auch sehr klein ist, der ist gar nicht so groß, aber er bietet sich natürlich an, hier auch mit dem Wald das ein bisschen in Verbindung zu bringen und hier einen tollen Shot zu machen. Das Ganze kann man auch wunderschön einrahmen, da links und rechts davon noch so ein Weg, so eine kleine Straße vorbeigeht. Also hier hat man gleich so ein bisschen Bild- und Linienführung fürs Framing. Wunderschön, gefällt mir sehr, hast du echt gut aufgenommen. Und wir kommen natürlich auch noch zu Fiore-Grafie. Hier hat sie mit dem Sony 200 bis 600 mm ähm, eine Spinnwebe aufgenommen. Und zwar ein Spinnwebennetz, äh, was wunderbar freigestellt wurde. Und ich habe sowas Ähnliches erst am Eibsee fotografiert. Also wir hatten da den gleichen Gedanken. Es äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Das Tolle ist natürlich, wenn du eine so lange Brennweite hast, ist der Hintergrund extrem freigestellt und extrem unscharf. Und du hast meistens auch noch ein sehr besonderes Bokeh im Hintergrund. Das ist gar nicht so einfach zu fotografieren, dass das... Dass das Spinnwebennetz noch ausreichend hell genug ist, also gut belichtet ist, aber auch nicht zu unterbelichtet, wenn du noch ein bisschen Bokeh im Hintergrund zeigen möchtest, beziehungsweise der Hintergrund auch nicht ausgebrannt ist. ist gar nicht so einfach, ein bisschen tricky, also ich finde es dir sehr gut gelungen. Ähm, auch, dass du das Ganze etwas links in das Bild gesetzt hast, so ein bisschen zur Linienführung, diese Drittelregel, finde ich es dir sehr, sehr gut gelungen. Ja, und zum Abschluss kommen wir noch zu einem Foto natürlich von den Lofoten. Was heißt natürlich? Das hat man noch nicht hier gehabt bei der Vorstellungsrunde. Aber Fotopunkt Enthusiasten hat hier ein typisches Foto von den Lofoten gemacht. Ähm, ich denke, jeder von uns kennt die Szenerie. Die Fischerhäuser, die dort sozusagen noch oberhalb des Wassers sind, in den Felsen, die auf dem Stelzen stehen. Es ist ein sehr schönes Motiv auf jeden Fall. Ich glaube, das ist etwas, was man auch für eine Postkarte verwenden könnte oder auch für zu Hause in Riesengroß mal ausdrucken. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da so eine schöne Stimmung hat wie hier, wo im Hintergrund von den äh, von den Sonnenstrahlen ein bisschen Glow noch in den Felsenspitzen ist und weiter hinten sogar am Horizont das ganze schon anfängt zu glühen sieht sehr sehr schön aus mit dem Blau auch ein toller Kontrast vor allen Dingen auch zu den roten Hütten mag ich sehr 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 schön ähm, ich müsste dort auch mal glaube ich hinfahren das ist Bringt so ein bisschen Fernweh wieder, wenn ich sowas sehe. Okay, also vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr eure Fotos mit dem Hashtag SilviusWoche versehen habt. Und wenn du auch gerne hier mal gesehen werden möchtest und gerne mal deine Fotos zeigen möchtest, dann verwende gern bei Instagram unter deinem Post den Hashtag SilviusWoche. Und wie gesagt, mit etwas Glück landest du hier auch in meinem Video und wirst hier mit gezeigt. Ich hoffe, das Ganze war wieder etwas informativ. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was rausziehen hier aus dem Video und ich hoffe, dass ihr auf dem aktuellen Stande seid, was neue Technik, Kameras, aber auch was generell den Markt dazu angeht. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unter dieses Video. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!